Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und jetzt, wo die PC- und Switch-Version von Digimon World Next Order raus ist, wird es Zeit für mich, euch ein paar Guides zu bringen, um Einsteigern das Spiel näher zu bringen. Digimon World Next Order wirkt wie ein sehr komplexes Spiel, dessen Systeme abschreckend wirken können, gerade für Leute, die nur normale Digimon-RPGs gewohnt sind. In dieser Videoreihe werde ich euch alle Grundlagen des Spiels genauestens erklären und euch zeigen, wie einfach das Spiel sein kann, wenn man die Systeme dahinter versteht. Heute befassen wir uns mit der Aufzucht der Digimon und wie das überhaupt funktioniert. Falls ihr genauere Fragen zum Spiel habt oder einfach mal reinschauen wollt, lohnt es sich dienstags und donnerstags ab 19 Uhr bei mir im Stream reinzuschauen. Da zocke ich nämlich Digimon World Next Order auf twitch.tv/beliaslp. Schaltet also unbedingt mal ein, ich freue mich auf euch. Nun aber erstmal zurück zu den Grundlagen von Digimon World Next Order. In diesem Game spielt man einen Charakter, der über zwei feste Digimon-Partner verfügt. Hier werden also keine weiteren wilden Digimon gefangen oder gesammelt. Man kann aber eine relativ offene Digi-Welt mit verschiedenen Gebieten und einer Story erkunden. Am Anfang des Spiels wählt man zwei Digi-Eier, aus denen die eigenen Partner dann als Baby-Digimon schlüpfen. Man kann sich also frei welche aussuchen. Dann gilt es, diese zwei Digimon-Partner aufzuziehen. Was genau heißt das? Ähnlich wie bei Tamagotchi oder den Ursprüngen von Digimon, welche als Virtual Pets bekannt waren, erzieht man quasi seine Digimon und versucht, dessen Bedürfnisse zu erfüllen, wie bei einem Haustier. Hier zählen Dinge dazu wie füttern, wenn es hungrig ist, mit ihm aufs WC zu gehen, das Digimon ausschimpfen, wenn es etwas Bestimmtes nicht essen möchte oder es loben, wenn es einen Kampf gewonnen hat. Eure Digimon altern auch in diesem Spiel. Je nachdem, wie alt sie sind bzw. wie lange sie bereits leben, digitieren sie auf ein höheres Level. Erreichen sie das Ende ihrer Lebensspanne als Mega-Level oder erreichen nicht die Anforderungen, um zu einem der Ultra- sowie Mega-Formen zu werden, dann leben eure Digimon ab und werden wieder zu Digi-Eiern. Ihr müsst also eine neue Generation heranzüchten, welche aber einen Bruchteil der Statuswerte und die gelernten Angriffe übernimmt. So spielt man in diesem Spiel von Generation zu Generation mit seinen neuen, geschlüpften Digimon. Außerdem gilt es, die Digimon kräftetechnisch aufzubauen, indem man Statuswerte erhöht und Kämpfe gewinnt. Je nachdem, wie man sein Digimon erzieht, kann es zu anderen Digimon digitieren. Das ist richtig. In diesem Spiel gibt es die klassischen Abzweigungen, ähnlich wie bei den Virtual Pets. Das heißt, dass jedes Digimon mehrere Digitationsmöglichkeiten hat. Um eine bestimmte Digitation zu erreichen, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Wir gehen jetzt einzeln die Bedingungen durch und ich erkläre euch, wie man diese genauestens erfüllt. Wenn ihr im Menü auf Partner geht, dann auf Geschichte und dann eure Digimon anwählt, könnt ihr die Digitationsabzweigungen und deren Bedingungen einsehen. Diese sind größtenteils anfangs ausgeblendet oder unbekannt und werden erst einsehen, wenn ihr diese durch rechtzeitiges Loben nach Kämpfen oder Training und Ähnlichem nach und nach freischaltet. Eine komplette Übersicht aller Digitationsbedingungen und aller Digimon im Spiel gibt's übrigens auf grindosaur.com, die beste Seite, wenn es um Infos über die Digimon-Games geht. Die nutze ich selber auch. Einen Link zur Übersicht aller Digimon und deren Bedingungen habe ich euch übrigens in die Videobeschreibung gepackt. Der wichtigste Punkt bei den Digitationsbedingungen sind die Schlüsselpunkte. Ihr müsst nämlich nicht alle Bedingungen erfüllen, sondern immer nur eine bestimmte Anzahl. Schlüsselpunkte sind die Anzahl an Bedingungen, die ihr erfüllen müsst. Ist eine Bedingung noch nicht einsehbar, wird sie rosa hinterlegt. Ist eine Bedingung bereits erfüllt, wird sie hellblau oder türkisfarben hinterlegt. Benötigt ihr zum Beispiel 5 Schlüsselpunkte, dann müsst ihr 5 der oberen Bedingungen erfüllen. Zunächst hätten wir da die Statuswertbedingungen. Hier zählt jeder einzelne Wert als eigene Bedingung. Da wäre TP, MP, Stärke, Ausdauer, Weisheit und Geschwindigkeit. Diese Werte könnt ihr in der Trainingshalle steigern, effizienter wäre es jedoch in bestimmten Kämpfen in der Wildnis. Einen Guide dazu werde ich auch noch machen. Die nächsten Bedingungen sind meistens leichter zu erfüllen. Hier hätten wir zunächst Gewicht, also quasi wie viel euer Digimon maximal wiegen darf oder mindestens wiegen sollte. Um das Gewicht eures Digimon zu beeinflussen, gibt es verschiedene Nahrungsmittel, die ihr auf der Fleischfarm oder in der Wildnis bekommen könnt. Ein Grundnahrungsmittel, das euer Gewicht erhöht, ist Fleisch generell und das Grundnahrungsmittel, das euer Gewicht verringert, wäre hier zum Beispiel der Digi-Sprössling aus der Natur. Die Bedingung namens TV ist erstmal verwirrend. Damit sind generelle Pflegefehler gemeint, also quasi Fehler bei der Aufzucht. Hiermit sind Dinge gemeint, wie das nicht rechtzeitige zur Toilette gehen, wodurch ein Häufchen auf dem Boden landet, oder zu spätes Füttern, zu langes Training, wenn euer Digimon erschöpft ist und ähnliches. Manche Digitationen benötigen eine Mindestanzahl an Pflegefehlern, andere haben ein Maximum an Pflegefehlern, welche gemacht werden dürfen. Der sicherste Weg, um Pflegefehler absichtlich zu begehen, ist es,
euer Digimon ein Häufchen abseits der Toilette machen zu lassen. Wollt ihr Pflegefehler umgehen, rate ich euch immer rechtzeitig aufs WC zu gehen oder Camping-WCs dabei zu haben, rechtzeitig zu füttern, immer über Medizin und Verband zu verfügen, um euer Digimon auch unterwegs rechtzeitig von Verletzungen heilen zu können, keine Kämpfe oder Training bestreiten, wenn euer Digimon erschöpft ist und generell rechtzeitig schlafen zu gehen, wann immer eure Digimon zu Bett wollen. Es ist also auch nicht verkehrt, immer mindestens einen Autopiloten dabei zu haben, um in die Stadt zurückkehren zu können. Die nächste Bedingung zum Digitieren wäre hier Bindungen. Damit ist das Band zwischen dem Charakter und den Partnern gemeint. Dieses Band steigert sich beim Bestreiten und Gewinnen von Kämpfen, beim Loben und beim Konsumieren bestimmter Nahrungsmittel. Dieses Ziel ist meistens eher leicht zu erreichen, da es sich auf natürliche Art beim Voranschreiten des Spiels erhöht. Die nächste Digitationsbedingung wäre dann die seltsame blaue Brille, welche für Disziplin steht. Hier benötigt man entweder maximal einen bestimmten Disziplinwert, also einen möglichst niedrigen, oder einen sehr hohen Disziplinwert. Diesen steigert man, indem man ein Digimon ausschimpft, wenn es länger schlafen möchte oder wenn es etwas nicht essen möchte. Oder aber auch, wenn man es lobt nach einem gewonnenen Kampf oder absolviertem Training. Wollt ihr diesen Wert senken, könnt ihr entweder aus Kämpfen flüchten oder aber auch im falschen Moment loben oder ausschimpfen. Dann hätten wir noch die Bedingung namens Sieg. Diese beschreibt, wie viele Kämpfe man gewonnen haben muss. Am einfachsten ist diese passiv zu absolvieren beim Training der Statuswerte in der Wildnis oder aber gezielt in der Wüste bei den Gozumon, welche dort zuhauf vorkommen und schnell down gehen sollten. Wichtig ist hier, dass der Kampfcounter nach jeder Digitation auf 0 zurückgesetzt wird und die Kämpfe für dieses Ziel neu bestritten werden müssen. Zu guter Letzt wäre dann noch Schlüsseldigi, quasi welches Digimon die Vorstufe sein sollte. Bei Birdramon ist dies als Voraussetzung zum Beispiel Biomon. Habt ihr ein Biomon und wollt dieses zu Birdramon digitieren, habt ihr also direkt eine Bedingung bereits erfüllt. Das waren erstmal die Grundlagen zum Digitieren und zur Aufzucht und im nächsten Video werde ich euch weitere Grundlagen über das Spiel erklären, die das Spiel dann einfacher machen, gerade für Leute, die diese Art Spiel nicht gewohnt sind. Ein großes Dankeschön an die Sponsoren des Videos von der YouTube-Mitgliedschaft. Am Button unten unterm Video könnt ihr übrigens auch beitreten. Und ein besonders großes Dankeschön an die Goldmitglieder Steff, Rexillian, Jarek, Imperial Sky, Stefan Kraus, Zero ATH, Christoph, Steve Röhl, Seraphin Siedekum, Florian Lissek, Raito Rick, Xemnaskull Gotham und 13C16. So, meine Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, ich bin euer Belias. Bis dahin, ciao, ciao.